So, und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Und ich gehe jetzt in den Creative Mode gleich. Wollte ich nochmal kurz spoilern, weil ich keinen Bock habe hier, dass der ganze Dschungel abbrennt. Ja, und jetzt tun wir einfach mal hier rumfliegen. Und ihr seht schon, der Dschungel ist schon sehr, 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 sehr groß. Mit kleiner Oase da drüben. Oder Teich, See, irgendwas, ist ja auch egal. So, und wir fliegen erstmal rum und gucken uns das Feuer von nahen an, weil ich keinen Bock habe, oder von weitem meine ich nicht von nahen, weil ich keinen Bock habe, dass hier der ganze Dschungel abbrennt, weil wenn hier einmal was brennt, dann brennt es sehr gut. Ich wollte mir jetzt hier gerade eine neue Schere machen, aber das habe ich, ach nee, neues Feuerzeug, aber das habe ich gelassen, ganz einfach aus dem Grund, weil es halt Creative Modus ist, ne? So, und jetzt sammeln wir erstmal ganz kurz das Zeug hier ein. Also das schadet jetzt wirklich nicht, dass man das Zeug hier mal ganz kurz einsammelt. Das geht ja so schnell. Ja, jetzt haben wir das Zeug. Jetzt fliege ich erstmal wieder hoch. Und jetzt seht ihr mal ganz kurz die Welt von oben. Wenn ihr oben in die Ecke guckt, also oben links jetzt, da seht ihr Wasser. Und oben rechts war jetzt auch gerade Wasser. Genau da oben links jetzt wieder. Und das ist wie so eine Halbinsel, ne? Da können wir uns eigentlich gar nicht verlaufen. Also, wir können uns verlaufen, aber wir können uns nicht irgendwo anders hin verlaufen. So, und hier soll der Tempel hin, zeige ich gerade. So bis zu dem Baum ungefähr. Na, bis zu dem Baum und links genau dasselbe. Bis zu den anderen Baum sozusagen. Vielleicht bleibt auch der Baum stehen, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt lassen kann. Und dann wird das so ein bisschen spitz hier in der dahinter und in die Höhe, wo ich gerade hier links und rechts gezeigt habe. Und ja, das soll auf jeden Fall der Tempel werden. Das wird noch ein großes, großes Bauprojekt, aber ich glaube, wir könnten ja, wir bauen erstmal das Haus fertig. Dann können wir ja vielleicht erstmal eine Höhlentour machen oder so. Dann können wir erstmal gucken, wie weit wir mit unseren Cobblestones kommen, was wir jetzt haben. Und dann können wir vielleicht die Monsterfalle anfangen und dann das Haus bauen. So. Ja, und jetzt tun wir erstmal das Holz hier absammeln, weil ganz ehrlich, das ist so doof, wenn du dann hier noch einen Kackstift hochbauen musst und dann das Holz da rumtüdeln musst, also aufheben musst sozusagen, ist ein bisschen blöd dann. So, und wir kriegen ja kein Holz dafür, also ist es ja auch egal, die Axt nutzt sich glaube ich auch nicht ab. Und ich glaube, ich habe da Holz für Stück vergessen, oder? Ich weiß gar nicht. Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Keine Ahnung. Also, wenn ihr wollt, dass ich das nicht mehr mache, dann schreibt es in die Kommentare bitte. Aber ja, mit dem Feuerzeug geht es auf der einen Seite schon schneller, aber das ist halt sehr, 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 sehr wie soll ich sagen, unberechenbar. Genau. So, und jetzt brennt hier unser Holz weg, was wir brauchen. Und jetzt mache ich hier wieder Game Mode 0. Game Mode. Schreibt nochmal schneller, 0. So, und jetzt rette ich das Holz zu dem Feuer und nehme es mit. So, und jetzt laufe ich und tu den Rest abbuddeln. Genau. So, jetzt tun wir erstmal den Apfel aufheben. Eigentlich schön, dass wir einen Apfel haben. Ich weiß gar nicht, von wo der kommt. Hier ist noch so ein Baum, den wir brauchen. Finde ich überhaupt sehr schön, dass wir die Bäume wachsen, die wir eigentlich noch brauchen. Ich habe eigentlich früher immer gedacht, dass hier immer dieses hässliche Dschungelholz nur weg. Aber da habe ich mich etwas getäuscht, wie es aussieht. Und im Hintergrund dudelt übrigens Diablo 1 Musik, wenn mich nicht alles täuscht. Also Diablo ist auf jeden Fall, aber Diablo 1, ja, Diablo 1 Tristram oder so, ne? Ja, eins der schönsten Spiele eigentlich mit, was ich früher so gezockt habe. Also es gab ja nicht viel und hier ist ein ganz großes, tiefes, dunkles Loch mit grünen Menschen unten drin, ne? Ein Alien, nein, ein Zombie natürlich. Aber die Höhle werden wir uns später mal vorknüpfen. Und da ist noch eine Höhle. So, jetzt gehe ich erstmal hier runter. Ja, ich gehe jetzt in die Höhle. Da habe ich nicht nachgedacht. Das ist nicht sehr schlau von mir, weil ihr hier gar nichts seht oder fast nichts, wenn ich mich nicht total täusche. Wow, und da geht es so tief runter, habt ihr jetzt gerade gesehen, das große Loch rechts unten. Und jetzt können wir hier Cobblestones abfarmen mit Creepern. Wir haben 4 Cobblestones und eine Erde bekommen. Das geht zum nächsten. Und PAM! Und jetzt gab es glaube ich noch 2 oder 3. Und PAM! Und jetzt gab es 4. 4 Cobblestones, wow. Ja, und jetzt fällt mir gerade auf, dass ihr ja gar nicht seht. Und da schießt uns das Skelett erstmal von hinten volle Kanne in die. In die. Na, in die.
Na, wo schießt denn hin? In die Schere. Kaputt. Moment, ich zeig's jetzt gleich. Ich weiß doch, dass ich es gezeigt habe. Jetzt. In die Hand. Es hat uns in die Hand geschossen. Dieses miese Schwein. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen Pfeil in der Hand. Da können wir natürlich viel besser arbeiten. Mit der Axthand, also mit der rechten Hand. Das finde ich eh irgendwie sehr seltsam manchmal. Da müsste das Abbauen theoretisch echt langsamer gehen. Aber naja, ist halt Minecraft. Zu viel Realismus tut ja auch das Spiel irgendwie kaputt machen, war ja ein bisschen blöd. Und der Pfeil, den zieht er sich ja dann raus, also aus der Hand. Der ist ja dann weg, irgendwann nach ein paar Minuten. So, und jetzt gehen wir erstmal hier now. Na, nehm doch mal die... Achso, ich habe keine Schaufel. Ich wollte jetzt sagen, nehm doch mal die Schaufel, aber... ging ja nicht. So, hier ist noch ein Busch. Buschmann, weißt du? Ein Buschmann. So, und jetzt hier auf und dann auf und dort auf und dann auf und hopp und hopp und hopp und hopp und hopp. Ja, der Aufstieg muss auf jeden Fall auch noch gemacht werden, weil ganz ehrlich, das ist so blöd da hier. Das nervt mich schon extrem, auch wenn ich das immer noch sehe jetzt. Also dieser Aufstieg, da wird mit als nächstes dran sein, denke ich. Und wenn wir da nur eine Holztreppe aus Dschungelholz hinbauen, oder was? Na Luna, alles klar. Ja, Luna hat Creeper vertrieben. Ja. Und wenn es dann nur ein Dschungelholztreppe wird, ist ja auch egal. Und jetzt gehen wir erstmal raus und gucken, wie weit unser Weizen ist. Okay, da ist ein Schreif und das machen wir die Höhe dazu und gehen wieder an die Arbeit. Oder auch nicht. Wieder zurück an die Arbeit. Oder auch nicht. Und wieder zurück an die Arbeit. Oder auch nicht. Was mache ich denn da hier? Hallo? 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 Ach so, jetzt tue ich hier... Ah, Abwechslung schaffen. Ich tue jetzt hier einfach Balken einziehen. Also so kleine Verstärkungen. Das Dumme ist halt, dass da gerade die Tür ist. Theoretisch könnte man auch die Tür ein bisschen versetzen, ne? Das habe ich hier nicht gemacht in der Aufnahme, kann ich schlecht sagen. Aber das kann ich ja dann später machen in der nächsten Aufnahme. Es sind ja nur noch ein paar Folgen. Drei Folgen noch oder so, was ich jetzt habe. Weiß gar nicht. Drei Folgen sind es, glaube ich, noch. Die ich noch vertonen muss. Ja, und heute ist ja der Tag, wo ich dieses Video gleich raushauen muss. Ja, ich habe da irgendwie gerade ein bisschen ganz kleine Zeitprobleme oder ein ganz kleines Zeitproblem gehabt. Aber ja, kommt es halt mal eine Stunde später oder so. Also Minecraft kommt heute auf jeden Fall noch, wie ihr wisst. Und Diablo kann sein, dass es dann morgen halt zwei Folgen gibt. Ja, und das sieht übrigens scheiße aus. Das kannst du gleich wieder wegmachen da hier. Du kannst da lieber selbst hinsetzen. Das sieht zwar dann auch nicht viel schöner aus, aber ist ja auch egal. Ach so, so machst du das. Okay, naja, so geht auch. Ja, kannst du lassen. Komm, lass es. Ja, genau. Und Luna maugt uns die ganze Zeit an und das Lied mache ich jetzt mal ganz kurz weiter, weil ganz ehrlich, nee, das passt überhaupt nicht gerade zum Let's Play. Oder zur Situation, sage ich mal. Und jetzt kommt da ein Bäckchen hin und da ein Löschlein. Achso, hier kommt noch ein Baumstamm-Dings hin. Das schöne Holz. Oh, was machst du? Alter, das schöne Holz. Das ist ja traurig. So. Au. Und jetzt gucke ich immer an die Uhr und dann verpeile ich trotzdem, wie spät es ist, aber ist egal. So, und jetzt kommt hier eine Treppe hin mit Slabs rundherum. So, und das sieht zwar jetzt nicht so schön aus, muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Was habe ich denn jetzt gemacht? Musik leiser? Ach nee, Musik lauter. Mein Pfeil geht nach rechts, also mein Mausfell gerade. Das heißt lauter. Also, weil das sieht gerade so schön ist, aber so leise. So, und es kann sein, dass die letzte Folge jetzt, die jetzt rauskommt, oder die vorhin rauskommt, dass meine Stimme etwas lauter war, beziehungsweise mein Video zu leise, dass man da nicht viel gehört hat, aber ja, das ist halt Einstellungssache und Und ich tue halt jetzt die Folgen einzeln quasi aufnehmen, weil da kann ich ein bisschen üben, mit Audacity aufzunehmen. Und mal schauen, ob ich das dann so vielleicht sogar weitermache, obwohl es halt ein bisschen umständlich ist. Du musst ja die Dateien dann wieder zusammenfügen und das muss ja dann wieder Länge passen und bla. Ja, das ist schon ein bisschen anders. Weißt du, Fraps einfach auf 9 drücken, Ton und Dings meistens dabei. Ja, und das sieht aus wie so ein Pimmel.
Aber das machen wir wieder weg. Ja, das ist halt schon ein bisschen... ich weiß auch nicht. Das ist ja... naja. Jetzt gehen wir es wieder rein. Und dann tun wir einfach mal ein bisschen Erde nehmen. Und dieses hetzliche Eck auskleiden. So, guck hier, weil hier so viel Cobblestone rausguckt. Das sieht nicht schön aus. Entschuldigung. Ja, tun wir erstmal hier ganz kurz das machen. Weil, ja, sieht schon doof aus. So. Zack und zack. Und zack. Ja. Ja, eigentlich... Der Cobblestone-Rand sieht schon ein bisschen blöd aus eigentlich. Aber, naja. Ich lasse es einfach mal so. Ne? Für euch lasse ich das einfach mal so. Und hier ist die andere Maschine, der Ablauf. Aber das wird alles noch aus, auf jeden Fall. So. Und dann hier noch. Und jetzt haben wir keine Erde mehr. Sehr schön. Sehr, sehr schön, dass wir keine Erde mehr haben. Ich glaube, ich brauche jetzt hier welche ab. Genau, jetzt tue ich erstmal Erde abgraben. Ja, und die Ozelote, die müssen wir uns eigentlich zusammen. Ich weiß auch nicht, heute habe ich ganz schlimme Sprachstörung, also schlimmer als sonst. Ja, die Ozelote müssen wir uns auf jeden Fall mal noch, sage ich mal, zähmen. Ein paar, zwei, drei Stück vielleicht noch. Oder ein, zwei Stück eher. Den einen können wir an die Nähe durchsetzen, da fühlt sich ja da wohl. Das ist ja artgerechte Haltung im Nether, wisst ihr? So bei Feuer und Schwefelgeruch und mit garstigen Gasts. Ja. Kann man ja mal machen, ne? So, jetzt baue ich erstmal hier noch ein bisschen Erde hin. So. Ja, und das kann wieder weg. Und da ist ein Loch. Ein Hole in One, wisst ihr? Ein Hole in One ist hier. So, und jetzt, ja, das Nachkommentieren ist viel schlimmer, als ich gedacht habe manchmal. Weil du kannst nicht erzählen, was du gerade machen willst oder was du gerade überlegst oder so. Also bitte habt Verständnis, dass jetzt die Folgen ein bisschen komisch sind. Weil, ja, das ist schon ein bisschen komisch für mich sogar. Das ist ja... Ja, normalerweise halt Spielen und Dingensen und jetzt ist nur noch hier Dingensen. Das ist schon ein bisschen nicht so schön, finde ich. Gefällt mir nicht so. Kronk, mein Beileid, wenn du immer deine Folgen nachkommentieren musst manchmal. Ist ja schon öfters mal passiert. Aber, ja, warum mach ich den Busch weg? Der Busch, da ist ja eigentlich schön. Da passt hier in die Landschaft. Und vor allem tue ich jetzt ganz schlau einfach mal hier die Büsche weg und du den Fusch am Bau lassen. Da fehlt ein Cobblestone. Ach nee, den mache ich halt wieder. Ah, den mache ich gerade zu. Wow. Aber die Erde mache ich nicht zu, ich Idiot. Guck hier, da ist noch Erde rechts. Jetzt verpeile ich natürlich wieder, da springe ich lieber hier runter und breche mir wieder das Knie. Und jetzt, ja, diese Halle, die muss auch noch gemacht werden. Ich weiß noch nicht, was wir da reinmachen, aber ist ja auch egal. Nehme ich jetzt den Zaun mit? Ja, ich nehme den Zaun mit, genau. Der Zaun, der hat mich jetzt schon länger gestört. Das war ja der Zaun, wo wir den Ozelot dort gefangen haben. Naja, gefangen haben nicht. Also wir haben ihn gefangen und dann war er auf einmal weg. Und am Ende spawnte da ein Creeper. Oder irgendwie so war das. Und da hat sich dann da vorne, wo das Loch ist, in die Luft gesprengt. Ja, das waren noch Zeiten. Sehr schön. So, und jetzt, ja, die Fackeln. Wir haben ja so viele Fackeln verbaut und trotzdem spawnt noch was. Ja, und hier kommt dann der Tempel hin. Das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, denke ich mal. Also wenn hier der Tempel noch steht, das ist dann schon geil. Da hat man dann hier so eine schöne Aussicht auf die Monsterfalle, wo ich gerade hinzeige. Das wird schon, ne? Und so. Und das kann man ja noch mit Kieswegen und so alles halt verbinden, so ein bisschen. Wird, glaube ich, ganz cool. Hoffe ich mal. Warum gehe ich denn jetzt wieder ins Haus? Kapiere ich jetzt gar nicht. Nehme ich erstmal das Gras wieder auf, was ich gleich wieder wegwerfen kann. Kommen wir auf das Gras weg. Wir auf das Gras weg. Ja, genau. Und die Ranken. Und jetzt gucken wir mal den Weizen an. Da ist immer noch ein Schreif. Leider. So, und jetzt in die Kiste. Was mache ich denn jetzt? Weizen. Jetzt erzähle ich was vom Weizen. Ach, ich nehme Cobblestones mit. Wozu denn? Hä? Warum nehme ich jetzt Cobblestones mit?
Boah, ich weiß gar nicht, was in der Folge in der Aufnahme war. Das ist ja vor 2 Tagen aufgenommen. Das ist ja schon ein bisschen deprimierend. Achso, ich war ja jetzt Steinstufen. Nein, baue ich nicht. Hä? Ich tue erstmal alles wieder in die Kiste und dann baue ich. Achso, ich baue Öfen. Und. Nee, was baue ich denn? Treppen. Hä? Wozu brauche ich denn Treppen? Ich weiß gar nichts mehr. Hilfe! Treppen, Treppen, Treppen. So viel Treppen braucht doch kein Mensch. Achso, ich baue Dach. Ah, jetzt. Also, ja, okay, ich baue ein Dach jetzt. Und das wird gleich in der nächsten Folge geschehen. Die Folge geht jetzt, glaube ich, schon eine Minute oder so. Und dann ist das auch schon vorbei. Ist vorbei, bye, Unimo. So, und jetzt geht's an den Dachbau, damit unser Haus endlich mal ein Dach hat, damit es ein bisschen vernünftig aussieht. Und das fängt ja gut an. Einfach erstmal wieder verkehrt rumsetzen. Jetzt bin ich ganz schlau, ne? Guck, ich geh wieder hinauf. Na, Tür auf. Leitern auf. Das ist jetzt sehr, 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 sehr fehlisch. Zack. Zack. Verkehrt. So, dann baue ich das wieder ab. Und jetzt kommt der Klick. Ich baue es einfach von unten. Ja, das war jetzt wieder sehr, sehr, sehr schlau von mir. Also, dummer geht's Nummer, sage ich mal. Hm. Ja, und in der nächsten Folge gibt es ein kleines, größeres Thema, was mich schon ein bisschen aufregt manchmal, aber ja, es ist nicht so schlimm, aber ja, es ist doch interessant. Das kam im letzten Fernsehen, muss ich mal zugeben. Also ich habe es halt selber gesehen. Eine andere Person hat mir das gesagt, eine ominöse Person. Aber das hört ihr ja dann in der nächsten Folge. Also ich kenne mich da auch ein bisschen selber aus dem Blau, aber wie gesagt, das gibt es in der nächsten Folge. Also sage ich jetzt schon mal tschüss und bis später bei Folge 72. Also, erstmal Luna zur Cat und tschüss.